Seid gegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 439. Folge vom Let's Play Onsi 2. Omnibus Simulator und mir, Obi und Risa. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück von der Themenwoche auf der Karte Manningen in der Version 1.1. Wir fahren jetzt die nächste Linie und zwar ist es die Linie 76. Sie führt von Einschendorf Krankenhaus zum Alter Bahnhof. Fahrzeit dauert zwischen 30 bis 35 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN SL 202 in der Solo-Variante mit zwei Türer mit der Berliner Türsteuerung. Bei diesem Bus funktioniert die Matrix nicht und der Bus hat auch gar keinen Sound. Also man hört von dem Bus nichts. Keine Ahnung warum. Okay, das Wetter ist in Stuttgart, wir fahren es auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Wir fahren mit einem Void-Getriebe. Oha, sogar das Ansagen hört man nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Hört man nur die Ansage nicht. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Linie 76. Sie führen vom Einschendorf Krankenhaus zum Alter Bahnhof. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer. Und werde Sie sicher an am Samstag das morgendliche Manningen begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehen uns Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Moin. Morgen. Zuschauer, das Mädchen da kämpft so hell. Moment, das ändern wir. Das sieht doch blöd aus. Ui. Ui, das ist besser. Das ist besser. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch allen da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Wochenstart gehabt. Die neue Woche. Gut.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Boah, mein Mann geht mir heute wieder auf die Eier. Ich brauch mal was Ruhe von dem. Eine Tageskarte, bitte. Heute Abend bei mir. 12 in Straße. Ja, mir geht's auch dementsprechend gut. Kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 411 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 129.000 Aufrufe. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür für euren ganzen kostenlosen Support. Es freut mich wirklich sehr. Wer meinen Kanal so kostenlos supporten tut, ich empfehle Mercedes-Benz O405 herum. Aus dem Hamburg-Add-on. Ja, mein Wochenende war gut gewesen. Wir haben zuerst einmal am Samstag Betriebssport gehabt. Das habe ich euch ja erzählt. Da ist es bei mir nicht so gut gelaufen. Moin. Meine Brust ist mir viel zu kalt. Hallo. Passen Sie mal die Temperatur an, guter Mann. Habe ich doch schon. Heizung. Können Sie jetzt nicht wärmer machen? Ist ja keine Heizung oder was? Eiszapfen unten raus. Was? Bald gucken Eiszapfen unten raus. Ja, das wäre ja mal was, wenn das wirklich ging würde, wenn unten wirklich Eiszapfen bald raushängen würden. So einer Kälte, das wäre mal der Hammer. Ja, ich habe 381 Punkte geschafft. Beim Cousin ist es deutlich besser gelaufen am Samstag beim Betriebssport. Da hat er 499 gespielt, also knapp 500. Und ja, dann haben wir ja unser Punktspiel von der Liga gehabt. Da haben wir wieder einen Sieg geholt, und zwar mit 7:1 Punkten und mit 314 Holz Vorsprung. Und wir haben wirklich eine gute Leistung gespielt. Ich war dann um kurz vor 19 Uhr war ich dann zu Hause gewesen. Ja, das nächste Spiel haben wir jetzt erst wieder von der Kegelsaison am 5. März, das ist ein Sonntag.
Da geht's dann nach Stuttgart Kaltental morgen zum 10:30. Ich bin schon sehr gespannt, ob sie uns aufnehmen werden, weil dann könnt ihr uns dabei zuschauen, wie wir dort spielen werden. Und gestern war ich auf der Kinderjahresfeier von unserem Sportverein gewesen, haben die Kinder vom Turnen und von der Gymnastik und so Sachen vorgeführt. Also der Saal. Hallo, guten Hallo, Morgen. Morgen. Eine Kurzstrecke, Kind. Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Was kostet der Bus? Der Bus kostet einen Haufen Geld, aber die Fahrkarte kostet 2,30. Komplett voll gewesen. Es hat viel Kuchen gegeben und Fleischkäsesäckle. Ich habe zusammen mit meiner Mama und mit meiner Cousine bei der Getränkeausgabe mitgeholfen. Mein Onkel, also der Bruder von meinem Papa und von meiner Tante, also mein Onkel war auch dabei gewesen. Da bin ich den die ganze Zeit über. Morgen. Hey. Morgen. Hallo. Eine Einzelfahrt, bitte. Eine Einzelfahrt. Danke sehr. Bitte sehr. Wer kennt sie? Der KI fährt einfach durch die geparkten Autos durch. Hallo. Hallo. Ja, man hört einfach nichts vom Bus, ne? Weder hinten noch vorne. Gut, dass man den Spielsound hört, sonst wär's halt komplett stumm. Achso, jetzt werde ich wieder heller im Camp, also weil es draußen Sonne scheint. Okay. Okay, alles gut. Habe ich schon gewundert, warum ich jetzt wieder in der Camp heller werde. Es sind aber viele mit, oioioi. Obwohl es aber genug Platz hat und so. Hört mal auf die Fahrgäste. Guten Morgen! Moinsen! Einmal Einzelfahrschein, 3 Stufe 2 bitte. Gerne doch. Danke dir. Guten Tag. Bist du schon ein Mensch? Morgen. Wo haben Sie mal ein Ticket? Haben Sie mal ein Ticket? Guten Tag. Guten Tag, ach, die Roboterstimme. Morgen. Guten Tag, hallo.
das schon voll gemacht, meine Damen und Herren. Nicht schlecht. Ich habe mal gedacht, weil ich den Bus euch noch nie gezeigt habe in einem meiner Let's Plays, dass ich euch den mal präsentiere, obwohl der Bus keinen Sound hat. Ich habe auch schon im Internet geguckt, habe ich leider auch nichts gefunden. Aber ich werde für die nächsten 6 Wochenenden oder mindestens 6 bis 8 Wochenenden bin ich nicht da. Bin ich samstags und vielleicht auch sonntags nicht zu Hause. Aber ich werde immer einen Beitrag, also eine Story machen für euch auf Instagram, dass ihr Bescheid wisst, wo ich mich derzeit aufhalte. Heute habe ich auch wieder meinen halbklassischen Montag, den ihr kennt. Und zwar hier morgens bis vormittags Videos aufnehmen, dann gehe ich runter zu meinem Opa. Danach wird gewartet, bis meine kleine Schwester von der Schule nach Hause kommt. Die kommt dann kurz nach 12 Uhr, wird sie mit dem Taxi gebracht. Um ca. 13 Uhr kommt meine Mama von ihrer Arbeit zurück. Aber ich darf erst wieder zu meiner Oma gehen, wenn es draußen wärmer geworden ist. Also anscheinend wegen den Heizkosten, obwohl ich nur 2 Stunden bei ihr bin. Dass ich das nicht trainieren würde und so. Das ist auch völlig gar Blödsinn. Und deshalb wird mich für die nächsten Wochen meine Mama dann ins Training fahren um kurz vor 15 Uhr, also zwischen 14 Uhr 45 und 15 Uhr. Dann werde ich dort für euch den längeren 120er Wurfmodus für euch aufnehmen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie viel ich dann schaffen werde. Ja, der Betriebssport geht ja auch noch bis Mitte, Ende April. Dann um 17 Uhr kommen ja die Jungs zum Training. Mal schauen, ob sie zu dritt oder zu viert kommen. Wenn sie zu viert kommen, mache ich Pause, weil abends um 19 Uhr kommt der mein Cousin ins Training. Da bestreiten wir ja wieder unser Duell gegeneinander, wer von uns im Training besser ist. Weil wir beide sind ja wirklich richtig ehrgeizig. Und bis ich dann wieder nach Hause komme, wird es halt wie immer zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr rum werden.
Bordheizung mit ausmachen. Eine Minute vor. Jetzt könnt ihr nicht einsteigen, ne? Weil der Bus so voll ist. Ne? Ja, der Bus ist komplett voll. Schöne Windräder. Dem Acker. Ja, dann möchte ich draußen in der Pampa schon ein- und aussteigen. Ist mal ohne Witz. Na, ich mach die Cam wieder ein bisschen dunkler. Das ist mir doch wieder ein bisschen zu hell. Warum das Spiegel hier manchmal nicht mitrennt, hat ist auch komisch, ne? Obwohl er ja im Blickwinkel ist. Ah, schon eine schöne Windmühle hier. Sehr schön. Sehr schöne Gestaltung. Ja, morgen Abend geht dann meine Mama mit meiner Cousine dann ins Training. Natürlich werde ich dann auch vielleicht mitgehen. Die wollen auch mit, aber keiner will raus. Mein Bus ist leider voll, ich kann ihn leider nicht mitnehmen. Tut mir leid.
Ja, an diesem Samstag kann man ein Bezirksturnier in der ENBW, das heißt, ich spiele morgens um 9 Uhr, mein Cousin spielt um 11.30 Uhr. Deshalb wird mich dann meine Mama dann morgens hinfahren. Wir spielen dann dort den klassischen 120er-Wurfmodus, also wie in der Liga auch. Morgen. Mahlzeit. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ein Nahbereichsticket, bitte. Ich danke Ihnen, guter Mann. Um Sie? Schau mal in der roten Schrift. 9 Uhr 39 und 60 Sekunden. Man hört nicht mal Schöpfer-Sounds, nix. Als wurde der Bus komplett stumm gemacht. Ich weiß nicht, ob das Sound jemals bei mir funktioniert hat. Was komisch ist, wenn man sich Videos anguckt, funktioniert der bei denen? Aber bei mir wieder nicht. Ob ich der Einzige bin, der bei diesem Bus Probleme hat? Kommen Sie rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, alles senkrecht soweit. Ja, bei mir ist alles senkrecht und bei Ihnen die Dame. Falls ihr euch fragt, was das für KI-Autos sind, das sind aus dem Berlin X10 Add-on. Ne, Elias habe ich auch, genau, ich habe die genommen mit den gemoddeten Zitaros. Also mit dem Soundpack von Morphe und so. Ja, fahr doch. Seht ihr? Da funktionieren auch die Repaints. Oha, gehen die Spiegel nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit? Krass.
Ja, und sonst gibt's eigentlich bei mir nichts Neues. Zu Bericht meiner Familie geht's auch soweit gut. Außer unserem geliebten Haustier Kevin. Das ist ja ein zweifarbiges Meerschweinchen, das ist so orange und schwarz. Das ist leider vor ein paar Tagen gestorben. Das müssen wir leider nur noch beerdigen. Wir wissen nicht, an was er gestorben ist. Er hat nicht mehr so viel gegessen und so. Vielleicht dann an Altersschwäche oder so. Aber unserem Kater Minka ist ja eine ägyptische Maus, also dreifarbig. Und dem geht's dementsprechend gut. Den haben wir ja auch schon seit dem Jahr 2010. Ja, Minky, ich komm gleich. Wenn ich die Folge hier fertig habe, komme ich gleich zu dir. Du willst bestimmt wieder raus, ne? Ja, Schatzi, ich komm gleich. Der Tacho geht ja auch irgendwie nicht, ne? Der zeigt mehr kmh an, obwohl ich weniger fahre. Nicht schlecht. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne ein Ticket für eine Kurzstrecke. Danke sehr. Bitte. Hey. Guten Tag. Guten Tag. Möchte ich bitte hier in der Pampa ein- und aussteigen? Ding dong! Nächster Halt, alter Bahnhof. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Terminus, please leave the bus here. Ladies and gentlemen, please exit Tasia Persia Passenger Line. We wish you a pleasant stay.
So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne mir mein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen, Wünsche oder was gerne über mich wissen wollt in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann fahren wir die nächste Linie, entweder den Schulbus oder die Linie 113. Und ja, lasst euch überraschen, welcher Bus kommen wird. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Wochenstart. Bleibt alle gesund, baut kein Mist und bis zum nächsten Mal. Und das war unser Bus, unser MAN SL 202 Solo Zweitürer mit Void-Getriebe. Also, schaut doch gerne auf Instagram und Discord vorbei. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo, da verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann seid ihr ein Teil meiner großen Community. Und ja, bis bald. Tschüss.